Hallo, ich grüße euch zum Teil 39b. Wir wollen uns jetzt mal genauer mit den Details der Gründung einer Wahlkommission beschäftigen. Der Grund, warum eine Wahlkommission gegründet werden muss, liegt einfach daran, dass viele Versuche unternommen worden sind, das sogenannte Deutsche Reich handlungsfähig zu machen. Wir wissen ja, ich mache immer den Vergleich mit der Straßenbahn, ne? Also stellt euch vor, Straßenbahn, und da ist der Straßenbahnführer erschossen worden. Da muss man sich überlegen, was braucht man denn, damit die Straßenbahn wieder fährt. Man braucht einen neuen Straßenbahnführer. Man braucht keine neue Straßenbahn und muss auch keine neuen Gleise legen, sondern es muss einfach ein neuer Straßenbahnführer her und dann kann die Straßenbahn fahren. Da schließt auf, steigt ein, fährt los. So, und ähnlich funktioniert das auch mit dem Deutschen Reich, also mit dem Kaiserreich. Immer dann, wenn das Bundesverfassungsgericht vom Deutschen Reich spricht, meint es das Kaiserreich, weil die Weimarer Republik dort einfach keine Rolle spielt. Das ist kein Staat gewesen, das ist eine Firma und die existiert im Staat. Genauso wie der Bund kein Staat ist, sondern existiert im Staat. Dass der Bund etwas macht, was gegen den Staat gerichtet ist, das liegt einfach daran, weil der Verweser gegen den Bund noch nicht vorgegangen ist. Aber das wird früher oder später passieren müssen, weil ja am Ende muss ja der Haushalt glattgestellt werden. Also Einnahmen minus notwendige Verwaltungskosten minus Besatzungskosten sind gleich Kassenstand. Wenn dieser Kassenstand nicht herzustellen ist, werden die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen. Das wird runter abgewickelt bis zum kleinsten Bürgermeister und auch zu Angestellten der Stadt, die Steuergelder verwendet hat, ohne dass er Beamte ist. Wir wissen ja, dass es keine Beamte gibt, also kann es auch keine Haushaltsausgaben gegeben haben, die über das notwendige Maß von 150.000 Beamte bezogen auf das Gebiet von 1914 hinausgehen. Und dazu müssen wir noch die abrechnen, die zu den Schutzgebieten abkommandiert waren. Mehr gab es nicht. Dass die alle Computer hatten, ist denn ihr Problem? Dann müssen Sie einen Computer zum Fenster raushauen und wieder Bleistifte nehmen. Wenn Sie mit den Kosten nicht auskommen, müssen Sie den Kaiser die Führung überlassen. Eine ganz einfache Rechnung. Das ist die Karger Landkriegshandlung gnadenlos. So, und wenn die Frau Merkel behauptet, dass wenn die Grenzen geschlossen würden, der Euro untergeht, dann ist es halt nur eine Notwendigkeit, dass der Euro untergeht, weil die alle hier illegal hin sind. Also eine sicher aufhalten in dem Bundesstaat ohne eine ordentliche Einreisegenehmigung, ohne ordentliche Aufenthaltsgenehmigung ist einfach illegal. Und die einzige Einbürgerung, die überhaupt gemacht werden kann, kann nur der Amtmann machen. Ja. Und er wird keine Migranten und Asylanten und irgendwas einbürgern, weil wir sind nach wie vor noch im Krieg. So. Und da müssen wir zuerst erstmal die Notwendigkeiten beachten, die die Verwaltung ja, zu beachten hat, und das ist die Haager Landkriegsordnung und die kaiserliche Gesetzgebung. So, und wenn irgendwas gemacht hat, was darüber hinausgeht, dann muss das privat unbeschränkt in der Haftung wieder erstattet werden. So, dass die Behörden und die sogenannten Bürgermeister denken, ihnen passiert nichts, das ist einfach nur blauäugig. Denn spätestens dann, wenn das Volk einen Verweser wählt, müssen diese Kosten ersetzt werden, weil dann ist der Staat handlungsfähig und der kann sorgen, sämtliche Haushaltskosten, die über den gesetzlich erforderlichen Rahmen nach HGO darüber hinausgehen, werden entlastet. Anders kann der Verweser auch nicht entscheiden, weil das nun mal die Leitlinien der Politik des Kaisers sind. Und der Kaiser hat die Weimarer Republik nicht bestellt. Auch die Nachfolgeorganisation und auch die Bundesrepublik als Verwaltung nicht. Einen Grund für eine Besatzung gibt es nicht. Wenn, sind die Verträge, die mit irgendwelchen Besatzungsmächten abgeschlossen wurden, über die eigentlichen Kampfhandlungen darüber hinausgehen, reine Willkür und Betrug. Was anderes kann man eigentlich dazu nur sagen. Eine Notwendigkeit gibt es nicht. Der Terror, der hier noch ist, ist alles selbst inszeniert. Das sieht man also spätestens bei den mysteriösen Umständen der NSU-Morde. Ja, also, dass die Zeugen umgebracht werden und so weiter, weil alles wieder irgendwie beim Verfassungsschutz wieder ankommt. Dass man also von einer False-Flag-Operation sprechen kann. Und diese Zustände sind einfach dauernd nicht hinnehmbar. Außerdem weiß man inzwischen, dass die SPD zum Beispiel die Antifa-Terrororganisation unterstützt, die die Polizei terrorisieren und Autos demolieren und Stadtteile niederbrennen wollen. Und da muss einfach dagegen vorgegangen werden. Aber nicht nur gegen die, die die Taten vollbringen, sondern auch die, die sie bestellt haben. So, und da muss eben die Partei verboten werden. Anders geht es halt nicht. So, und da reicht also ein oder mehrere Vorgänge in der Sache und dann sollte das eigentlich Folgen haben. So, wir wissen ja, dass Parteien im Kaiserreich nichts zu suchen haben. Das ist eine Erfindung der Weimarer Republik und im Kaiserreich gibt es halt nur Ratsmitglieder und die entscheiden über die Leitlinien der Politik. So, das heißt, an der Wahl, zur Weserwahl, sind Parteien überhaupt nicht zugelassen und werden auch nicht aufgelistet. So, wir haben also nur normale Männer und Frauen, ganz natürliche Personen, aber keine juristischen Personen, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die sich zur Wahl stellen können und wo man erkennen kann, dass es sich über viele Jahre
um die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches verdient gemacht haben. Und jemand anders kann da eigentlich auch nicht in Betracht kommen. Ihr wisst ja, dass ich immer wieder welche Reichskanzler vorne ranstellen, und die sind immer ein bisschen angepisst, wenn ich denen nachweise, dass sie im Prinzip nur aus der Weimarer Republik kommen können, weil der Reichskanzler nun erstmal nach dem Putsch entstanden ist. Ne? Also der Kaiser selber hatte zwar seine Ratsmitglieder, die haben auch beratschlagt, was denn zu machen ist, aber dieses Parteienkonstrukt ist erst danach entstanden, also nach dem Putsch. So. Und wenn es wieder einen Reichskanzler gibt, dann müsste der Verweser den ernennen. Ne? Also müsste der Verweser sagen, ja, du hast jetzt die letzten 10 Jahre bewiesen, dass du dich um die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches verdient gemacht hast. Und du hast auch nicht mit der Weimarer Republik und mit gelbem Schein und mit irgendwelchen Lügen über die UN-Resolution die Leute in die Irre geführt, sondern du hast einfach immer die Wahrheit vertreten. So. Das wäre ein Kriterium zu sagen, ja, der Mann wäre fähig und der tut uns nicht wieder verheizen. So, dann müsst ihr euch einfach nur einig sein und müsst euch angucken, was die Leute wollen. Wollen sie nur große Staatskarossen fahren? Wollen sie auf dem roten Teppich auf und ab gehen? Oder sind sie einfach nur daran interessiert, dass dieser Staat in Ordnung kommt, in Handlungsfähigkeit kommt? Und das wäre eigentlich auch ein Kriterium, um solche Leute eben auch mal zu vorzuschlagen. Ne? Und da gehört es eben auch dazu, dass eben jemand, dessen ja, Fleisch und Blut mit diesem Kaiserreich mitschwingt, dass er eben bei der Truppe schläft und dass er sich nicht im Wolkenkuckucksheim aufhält, sondern dass er auf dem Boden bleibt und dass er rationale und gute Entscheidungen trifft. So, gut, ich denke mal, Vorrede reicht das erstmal. Jetzt gehen wir erstmal drum, warum funktioniert keine kalte Gründung? Ihr wisst ja, dass einige Leute hier rumsteigen und irgendwas von Reorganisation von Freistaaten faseln und mit falschen Logos daherkommen. Also ihr seht ja zum Beispiel, dass Reich, solche Bilder rumgeschickt werden auf YouTube und auf Facebook, wo also nicht das königlich-sächsische Wappen drin ist, sondern irgend so ein Freistaaten-Logo von 1920, 22 und so weiter. Da wissen wir, dass das von der BRD gesteuert ist, weil die wollen eine Freistaaten über das kaiserliche Recht drüber gründen. So, ihr braucht einfach nur gucken, ist das wirklich das Logo oder das Staatswappen vom 27.10.1918 oder ist es irgendwas anderes, was später entstanden ist oder was früher gab, also wo es garantiert nicht funktioniert. So, mit solchen Leuten müsst ihr einfach mal darauf hinweisen, dass das, was ihr machen, nicht in Ordnung ist. Ne? Also Leute irreführen und Desinformationen streuen, das kann eigentlich nicht gut sein. So, gut. Jetzt wissen wir, um zu gültigen Dokumenten zu kommen, muss das Siegel zwingend vom 27.10.1918 sein. So, und da kann man natürlich nicht einfach sich so ein Siegel schnitzen lassen ohne Referendum, weil da würde man einen Siegelmissbrauch machen. Das heißt, der erste Schritt ist ein Referendum organisieren. Dazu ist es notwendig, dass man entsprechende Wahleinladungen macht und zunächst erstmal an alle Bewohner des entsprechenden Gebiets, wo das Siegel gültig ist. Also hier interessieren keine BRD-Wahlkreise und auch keine Gebietsreform und so weiter. Das ist alles uninteressant. Vor allen Dingen ist alles uninteressant, was nach dem 27.10.1918 passiert ist. Sondern wir schalten einfach zurück und gucken uns an, welches Siegel galt in dem Gebiet. Und mindestens das also das Wappen des Bundesstaates ist ein mögliches Siegel, was für ein Gebiet gilt. Und das jeweilige Lokale, was man sicher mit dem 27.10.1918 verbindlich an der Siegelkarte feststellen kann. Ne? Also da darf es keinen Zweifel geben. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir einen gemeinsamen Flyer gestalten, der für das gesamte Gebiet von 1914 gilt, also auch für die Gebiete in Polen. Wir brauchen also dann noch jemanden, der die Videos, also die 39 A, B, bis, wissen wir, wie lange das geht, übersetzt in die polnische Sprache und was haben wir noch, Sorben, sodass sie das verstehen und dann auch Flyer in dieser Sprache dann auch mit gestalten. So, wir würden die deutsche Version machen und das sollte dann nur 2, 3 Tage dauern, bis das eben jemand in korrektes Polnisch oder Sorbisch übersetzt. So, weil die müssen ja auch mit abstimmen. Ne? In dem Gebiet wird dann auch entsprechend der Verweser in Landessprache gewählt werden müssen. Es geht einfach nicht anders, weil die Verwaltungsfunktion einfach dann geordnet gehen muss. So, geht. Das heißt, es werden erstmal in dem Schreiben alle eingeladen und das Ziel vom Einwurf, also vom letzten Flyer, der irgendwo eingeworfen wird, bis zum eigentlichen Referendum über die Siegel, über die Verwendung des gültigen Siegel, müssen 4 Wochen bestehen, weil manche nur halt mal in Urlaub fahren und natürlich auch mit drüber abstimmen wollen.
Aber länger als 4 Wochen ist international nicht üblich. Das heißt, wir brauchen einen Vorlauf von ungefähr 8 Wochen, weil die Verteilung dieser Flyer einen erheblichen Aufwand bedarf. Und dazu brauchen wir auch Stammtische, die sich organisieren und die Straßenzüge ablaufen. Und dieses Referendum über die Siegel muss nicht zwingend alles am gleichen Tag passieren, weil die regionalen Verweser können nach und nach gewählt werden, so wie es eben zeitlich schaffbar ist. In kleinen Orten geht es schneller, in größeren Orten dauert es länger. In Innenstädten geht es auch wieder schneller, weil die Häuser enger zusammenstehen. So, also wird es zu unterschiedlichen Zeitpunkten die entsprechenden Wahlen passieren müssen. Aber wir wollen sehen, dass wir, ich sage mal, Anfang März die ersten Flyer mit allen Informationen zur Verfügung haben und wo auch ein Verweis auf diese Videos ist, sodass man sich dann mit den Details nochmal genauer beschäftigen kann. Wichtig ist, die Spielregeln für das Referendum zur Verwendung der gültigen Siegel, also es müssen 2 Stimmen abgegeben werden, die für den Bundesstaat und das für das regionale Siegel. Wenn nämlich kein regionales Siegel nachweisbar ist, beziehungsweise Unsicherheiten bestehen, muss auf das Siegel des Bundesstaates ausgewichen werden. Das ist immer eine sichere Bank, weil das ist gut dokumentiert, da gibt es auch keine Zweifel. Dort, wo es nachweisbar ist, sind auch beide Siegel möglich. Also es würde natürlich Sinn machen, das vom Bundesstaat zu verwenden und der Regelfall wäre auch, dass 2 Ja-Stimmen gegeben werden können, sodass die Schiedskommission im Falle eines Falles dann entsprechende Dokumente zurückziehen und neu ausfertigen kann. Auf jeden Fall ist es eine sichere Bank, wenn die Bundesstaaten Siegel verwendet werden. Gut. So, das heißt, alle, die wahlberechtigt sind, nach bundesdeutschen Regeln, werden auch wahlberechtigt. Die illegal sich aufhalten, Migranten mit Aufenthaltstitel, alle nicht wahlberechtigt dafür. Ja, weil es gibt keine Gesetzgebung, denen das erlaubt ist. So, dass die Frau Merkel alle mit wählen lässt, muss uns ja wirklich nicht interessieren. Es geht ja einfach nur um innerdeutsche Interessen. Also die Spielregeln von 1955 zählen, nach Ende der Kriegshandlung. So, und nachdem das gelaufen ist, muss die Wahlkommission zunächst erstmal die Wahlunterlagen prüfen, um den Leuten die Wahlbenachrichtigung auszustellen. So, die aber die Leute gleich mitnehmen. Also es gibt nur eine Einladung zur Wahl des Siegel und auf dem gleichen Zettel ist der vorläufige Wahltermin. Und da müssen wieder 4 Wochen sein. Nein? Und zwar deswegen, weil ja die Leute Zeit brauchen, um ihre Unterlagen eben eingereicht und geprüft zu kriegen. So, und dann ist eben der Wahltag frühestens 4 Wochen nach der Siegelwahl. Ne? Weil die Unterlagen müssen erst alle gestempelt werden. Und jeder ist angehalten, sich rechtzeitig darum zu kümmern, dass er alles vorlegen kann. So, und außerdem ist die Bundesrepublik verpflichtet, bei der Feststellung der Herleitung nach Rustag behilflich zu sein. Das steht auch so im Gesetz drin. So, dass die Bundesrepublik natürlich total überfordert ist, wenn alle ihre Bestätigung haben wollen. Das liegt in der Sache der Schlamperei, die seit 1955 hier betrieben wird, dass überhaupt keine Kontrolle über die Korrektheit des Melderegisters besteht. Und das ist auch ein Grund, weshalb die Wahlen, die jetzt im März stattfinden, sicherlich auch auf wackeligen Füßen stehen, weil überhaupt keine ordentliche Wählerverzeichnis vorhanden ist und alles illegal zustande gekommen ist. Da müsst ihr euch einfach dann nur entsprechend kümmern. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Jetzt haben wir die Wahlkommission zustande gekriegt, also per Referendum gewählt, sollten auch dann so 10, 12 Leute dort arbeiten und das Dokument, was da vorgelegt wird, wird von allen oder mindestens 10 Leuten mit einer Stempelkarte gegengezeichnet, also Protokoll gemacht. Na? Und wenn alle 10 der Meinung sind, ja, die Unterlagen sind korrekt, dann gibt es auch keine Widersprüche, ist nach dem Durchlauf des 10. Stempels dann dort die Ausweisdokumente für die Wahlberechtigung auszustellen. Und das darf diese Wahlkommission machen und es muss diese Wahlkommission machen, damit es eine staatliche Wahl wird. Da spielt alle BRD-Organisationshinweise und Handbücher und alles, spielt alles keine Rolle. Es geht rein nach kaiserlichem Recht. Wird einfach nur festgestellt, Geschlecht und die Geburt im Bundesstaat. Weil eine Einbürgerung, das habe ich im ersten Video schon erklärt, kann nur der Amtmann machen. Das heißt, die Wahlkommission macht nur eine Rechtsstellung. Das Rechtsstellung, dass derjenige die Bundesstaatenangehörigkeit, die Rechtsstellung der Bundesstaatenangehörigkeit, die wirkliche Einbürgerung in den Bundesstaat muss dann der neu gewählte Verweser machen. Das ist aber per Verfügung oder so möglich.
Indem er also sagt, bis auf, was weiß ich, die und die Ausnahmen, weil da was schiefgelaufen ist, sind eben die Entscheidungen der Wahlkommission vorläufig gültig. Und genau mit dieser Entscheidung können dann ordentliche Pässe ausgestellt werden, die dann über eine Dokumentendruckerei in Russland oder was auch immer gedruckt werden, weil uns einfach die Möglichkeiten hier fehlen, ordentliche Ausweise herzustellen. So, und dann wird Russland gebeten, die internationale Staatengemeinschaft zu bitten, diese Ausweise anzuerkennen. Weil die haben einfach die Möglichkeiten und die diplomatischen Kontakte, das zu bewerkstelligen. Und wenn zwei oder drei Staaten das anerkannt haben, ist eine internationale Anerkennung im Prinzip gegeben. Und dann könnte die Vertretung, also der sogenannte Reichsverweser, der immer eigentlich immer aus Preußen kommt, weil es traditionell immer so war, wenn natürlich die Vorschläge nicht reichen, um eine Zweidrittelmehrheit für den Reichsverweser zustande zu kriegen, dann müsste im zweiten Wahlgang ein beliebiger aus dem Bundesstaaten vorgeschlagen werden und dann wird er nochmal gewählt. Das ist aber nicht so schlimm. Ne? Wichtig ist, dass die staatlichen Strukturen zum Laufen kommen und das sollten wir uns nicht bis zum nächsten Frühjahr Zeit lassen, sondern sollten eben jetzt dieses Jahr anfangen damit. Und so schnell wie möglich erstmal die Wahlkommission zum Laufen kriegen, dass wir alle Unterlagen bestätigt kriegen und dass wir alle erstmal in Kürze ordentliche Ausweise haben. Einfach um auch die BRD-Willkür einzudämmen. Vor allen Dingen in Mitteldeutschland ist es inzwischen unerträglich, vor allen Dingen in Bezug auf GEZ. So, und dann ist es die Aufgabe der Bürgerwehren, eine Exekutive auf den Weg zu bringen, weil die Willkür wird nicht aufhören, es wird eher schlimmer werden. Und wir werden ähnliche Verhältnisse kriegen wie 1939, wo die SA durch die Häuser gezogen ist. Weil das, was jetzt hier installiert wird, ist ein System, was noch viel schlimmer ist. So, und wo die Leute auch selber, also die sogenannten Systemlinge, mit dem System unzufrieden sind, aber sie haben ja auch keine Alternative. So, das heißt, es ist eine Aufgabe der Bürgerwehr, die staatlichen Strukturen zu schützen und da müssen sich die Leute befassen, die damit zu tun haben. Ich habe rein mit der Wahl zu tun und mit den ordentlich korrekten Abläufen. Das ist meine Aufgabe. Bürgerwehr ist eine Aufgabe von anderen Truppenteilen. So, geht. Nachdem die Unterlagen erstanden sind und die Wahlkommission gewählt ist und noch keine Wahlanfechtung dazu gibt, weil ja nur mal die eine Wahlanfechtung machen können, die daran teilgenommen haben, die anderen fallen ja sowieso raus. Und wer nicht wahlberechtigt ist, fällt auch raus. So, demzufolge müsste dann die Woche ablaufen. So, wenn also die Wahl an einem Sonntag ist, wäre dann der folgenden Woche drauf am Dienstag 0 Uhr die Frist abgelaufen. Also ist, weil der Montag gehört immer zum vorangegangenen Wochenende, würde also am Dienstag 0 Uhr die Wahlanfechtungsfrist ablaufen. Wenn die abgelaufen ist, die Wahlkommission gewählt und handlungsfähig. Und genau dann, wenn die Wahlkommission handlungsfähig ist, ist auch schon der Staat handlungsfähig, weil notstandsrechtlich darf die Wahlkommission die Ausweise bereits ausstellen. Also das, was die dort als Siegel beschlossen haben, darf verwendet werden. Dann können die in einer beliebigen Druckerei diese Ausweise, die vorläufigen Ausweise erstmal beantragen. Die gelten erstmal. So. Gut, ich denke mal, wir haben jetzt erstmal die Klarheit, wie die Wahlkommission zustande kommt und dass sie nicht eine reine Vereinswahl sein kann. Also es reicht nicht, wenn wir die Interessenten, die sogenannten Reichsbürger, in eine Gaststätte einladen und dort die Wahlkommission aufstellt. Das funktioniert nicht. Ihr müsst alle in dem Siegelgebiet einladen. Also wenn ihr zum Beispiel das Siegel von Pirna wollt, Pirna, Dresden, ja, dann müsst ihr alle einladen, die in dem Gebiet wohnen. Wenn ihr es in Sachsen machen wollt, müsst ihr das Gebiet auch abtrennen. Ja? Also sagen wir mal, ihr wollt das königlich-sächsische Wappen als Logo nehmen in dem Wahlgebiet, müsst ihr alle dort einladen und dann hat dieses Siegel dort erstmal in dem Gebiet Geltung. Ja. Und da müsst ihr gucken, dass also wenigstens die Hälfte, besser zwei Drittel der Leute, die an der Wahl teilnehmen, die Benutzung des Siegels befürworten. Weil die haben das Recht, das zu benutzen, weil die notstandsrechtliche Anordnung besagt ja, dass der Verfassungsnotstand zu heilen ist. Und die Bundesrepublik darf das auch nicht behindern, weil sie hat nun mal über den Bundestag am 22.12.2014 zugestimmt, dass nach Menschenrechtskonvention der gesetzliche Gesetzgeber gewählt werden darf. So, und dann der Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass der Bundestag kein gesetzlicher Gesetzgeber ist, ist es klar, dass wir noch nie einen hatten, weil bisher ist nichts passiert. Und auch die Untergliederung des Bundes, also die sogenannten Freistaaten, Landtage, auch keine gesetzlichen Gesetzgeber sind. Ja? Das ist alles nur Täuschung und Irreführung, sondern müssen staatliche Strukturen. Und staatliche Strukturen sind eine staatliche Wahl. So, die staatliche Wahl kann aber nur eine Wahlkommission machen, die erstmal überhaupt die Rechte hat, Siegel zu benutzen. So, die müssen dann
Man sieht, das prüfen, ob das nach Hustag eine Herleitung nach der Geburt möglich ist, nicht nach, Geburt, nach, nicht nach Wohnort, sondern nach der Geburt geht das. Zwei Generationen männlicher Urgroßeltern, das seht das ja, was im Hustag drin steht. So, das muss dann sturzgezogen werden und eventuelle Einsprüche müsste das Schiedsgericht behandeln. Das heißt, wir brauchen pro Bundesstaat ein Schiedsgericht in erster und zweiter Instanz. So, wir sollten natürlich nicht in Personalunion sein, sondern sollten wirklich zwei Instanzen gewählt werden. So, dann macht es natürlich Sinn, dass eine Wahlkommission, wenn sie sich mal wegen jetzt in Dresden bildet, die erste Instanz hat und dann müssten wir für ganz Sachsen und alle drei Städte, Chemnitz, Leipzig, Dresden, Vertreter senden, die dann im Prinzip die Schiedskommission für den Bundesstaat Sachsen darstellt. Und analog läuft das natürlich in anderen Gegenden. So, und die würden das dann entscheiden und die zweite Instanz würde abschließend entscheiden. Mehr müssen wir erstmal als Aufwand nicht betreiben. Wie die Kisten dann, die Wahlurnen ausgefertigt werden müssen, erkläre ich dann noch einmal in einem extra Video. Da haben wir auch schon Erfahrung damit, wie man das am besten bewerkstelligen kann. Ich will das jetzt erstmal belassen damit. Bereitet erstmal vor, welche Siegel gelten in eurem Gebiet. Schickt die entsprechenden Vorschläge an die feedback@jonakas.com und wir werden die Siegel dann im Wiki bei dhnw.net dort listen und da gibt es auch schon eine Projektnummer, das ist die BV239, könnt ihr bei Facebook reingucken und demnächst wird das dann auch im Wiki als BV239 dort gelistet und dort werden dann auch alle Siegel nochmal gezeigt. Also dort, wo sicher ist, dass in einem bestimmten Gebiet ein Siegel gilt, werden wir das dort reinstellen und die entsprechende Siegelkarte, die das belegt. So, und zusätzlich das Siegel und das Wappen des jeweiligen Bundesstaates listen, weil immer wieder Leute versuchen, heimlich falsche Dokumente uns unterzuschieben und irgendwelche Freistaatenlogos oder irgendwas Selbstentworfenes den Leuten als Bundesstaatenlogo zu verkaufen. Das können wir nicht zulassen, weil das Irreführung ist und eine Wahl ungültig macht. Das ist auch eine strafbare Handlung, muss man ganz klar sagen. So, gut, also ihr habt zu tun, bringt bitte das Zeug herzu, wir sammeln das und stellen das dann ins Netz. Inzwischen haben wir auch mit unserem Radioprojekt die BV 240 schon immer ein bisschen was erreicht sind. Also jetzt 700 Euro zusammen, das ist bei Weitem noch nicht genug. Also das muss schon eine Größenordnung haben, um das Projekt dann richtig starten zu lassen. Wir brauchen nur 6 Wochen ab dem der Betrag zustande gekommen, wo man überhaupt in die Region kommt, dass wir die Sendeplätze beantragen. Man muss sich immer überlegen, die Organisation funktioniert am besten von unten nach oben. Ne? Die Leute fragen mich immer, was soll ich denn machen? Und ich sage, du hast da Augen im Kopf. Du siehst den Mangel, du hast den Verstand, du kannst überlegen, wie man den Mangel abhelfen kann. Bei dir oder deiner Haustür und deiner Umgebung. Dann stellst du das Ding einfach ab. Ne? Mit deinen Möglichkeiten. So. Und wenn das jeder macht, haben wir überhaupt gemeldet. Geht das ganz einfach und logisch. So, da brauchen wir keine große Struktur und Verwaltungssachen und Vereine und sowas. Alles Ballast. Mangel sehen, Mangel abstellen. So, und wenn gesagt worden ist, wir brauchen eine bestimmte Summe, um den Sender aus dem Boden zu treten, und ich will mal wegen Hiddensee, einer völlig autarken Insel, ich habe niemanden, der mit mir was zusammen machen will, dann spreche ich die Leute an, die ich kenne, sammle das Zeug dort auf, und dann wird es möglich sein, innerhalb von, was weiß ich, 6 oder 7 Tagen, jemanden zu finden, der ein bisschen südlicher wohnt und der das Geld mit runterbringt. So, dass es irgendwann nach 4, 5 Wochen bei mir hier aufschlägt. So, dass wir uns dann sukzessive mit unseren Technikern und dem Bauteam zusammensetzen können und die entsprechenden organisatorischen Sachen einleiten können. Also sobald die entsprechende Startsumme zusammen ist, geht es sofort los. Wir steigen alle aus den Berufen aus und machen dann nur noch das. Aber nicht eher, weil wir wissen ja nicht, ob die Leute sich bewegen wollen oder nicht. So, aber das ist ein festes Versprechen. Das Geld wird ausschließlich dafür verwendet. Es wird zu keinem anderen Zweck verwendet. So. Ja, das bleibt dann ewig im Geschenk des Kaisers und das ist fest verplant dafür. Geht, haben wir das. Sobald das in der Größenordnung kommt, dass man sagen kann, es wird langsam, werden wir Vorverträge machen. Dann werden wir die entsprechenden Technik bestellen. Aber erst, wenn wir in eine Region kommen, wo sich das lohnt. Das hat also jetzt bei den 700 Euro noch keinen Zweck. Ne? Also eine Sendeeinheit ist schon ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, Fernsehsender, der ein Studiobild überträgt und wo ständig Live-Beiträge
kommen oder kommentiert werden. Ne? Also sowas, wie ihr kennt von Klar.TV oder so, oder Russia.de, die haben einen kurzen Einspieler. Ansonsten seht ihr dort, wie ein Radiomoderator eine aktuelle Radiosendung moderiert. Das ist das derzeitige Konzept, weil das ist mit relativ wenig Mitteln machbar und es ist nicht langatmig, dass man ganz doch nur Nachrichten hört, sondern es ist ein bisschen Unterhaltung und gute, wahrheitsgemäße Berichterstattung. So, also wenn öffentlich-rechtlichen Medien lügen, dann wird dort die Korrektur kommen. So, das ist das derzeitige Konzept. Und der Senderstandort wird außerhalb Deutschlands sein, damit man nicht ständig die Helden der Nacht um die Ecke kommen und alles kaputt haben. So, da wird also dort ein bisschen Bewachung nötig sein und das kann man nun mal nicht mit 700 Euro losstarten. Da braucht man schon ein bisschen eine größere Summe. Und da brauchen wir auch eine ordentliche Ordnungsgruppe. So, also das kann kein dürres Hemd sein, sondern sollte jemand sein, der ein Studio verteidigen kann. Und das kann auch nicht einer alleine machen, es müssen ein paar mehr sein, die dort in der Nähe wohnen und die auf Anruf da sind. Ja, das ist der Plan. Weil, wie gesagt, da müssen wir die Sicherheit unserer Mitarbeiter garantieren und die Studioausstattung muss auch im Erstangriff standhalten. Das heißt also schusssichere Fenster und ähnliche Ausstattung. Ist da also schon alles projektiert. Also wir haben schon 10, 15 Jahre Vorarbeit geleistet, wo an alle Eventualitäten gedacht ist. Aber wir haben das Geld nicht dazu, um das aus eigenen Mitteln zu machen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass die Leute den Mangel erkennen und sich selber organisieren. Also wenn ich zum Beispiel in Hannover sitze und ich kenne drei oder vier Stammtische, da fahre ich eben dorthin, mache das dort, ja, und dann sammle ich das und dann komme ich ja her. So, und dann muss ich niemand anleiten, wie das geht, weil jeder hat einen Verstand, jeder hat eine Sand, eine Landkarte oder ein Navi, da findet ja her und dann machen wir was aus, eine Übergabe und ich bestätige das mit Quittung aus dem Haus. So, und wer derjenige, der in Hannover sitzt, da kann sich irgendwo im Laden einen Quittungsblock kaufen, schreibt das ganze Quittungszeug auf und von der Gesamtsumme, die er gekauft hat, kann er den Quittungsblock gerne absetzen. Habe ich nicht unbedingt Problem damit. So, Hauptsache, es wird so ausgefüllt, wie es auf der Webseite auch deutlich gemacht ist. Und ich versuche auch nochmal für jedes Bauprojekt eine Musterquittung ins Wiki zu bringen, sodass man sich dort orientieren kann, wie die auszusehen hat. Auf den Sachen dürfen nicht Spenden stehen. Es gehört nur Schenkung nach kaiserlichem Recht drauf. Also genauso wie es in Facebook abgebildet ist. So, genau das mache ich dann noch im Video. Im Videolink kommt dann auch noch ein Link auf die entsprechenden Musterquittungen. So, ich denke mal, das sollte fürs Erste reichen. Und wir machen dann im nächsten weiter mit der eigentlichen Vorbereitung der Wahlhandlung. Das wäre also die 39C. Ich bedanke mich auch noch für eure Aufmerksamkeit.